So Leute, es geht nach langer Zeit weiter mit Far Cry 2. Ihr fragt euch wirklich wahrscheinlich, warum der Pisser nichts. Mit Pisser bin natürlich ich gemeint. Ich darf mich natürlich nur selber beleidigen. Halt die Fresse. Ihr fragt euch sicherlich, warum so lange nichts Far Cry 2-mäßiges kam. Das liegt daran, dass ich ja jetzt mein neues Mikrofon habe. Damit am Anfang noch arge Probleme macht und jetzt gerade gemerkt habe, dass ich. Gakumba hat zu tun, aber es gäbe da was anderes. Ich soll einen finden, der zur Moment. Hahnenkampf-Arena geht. Die APR hält dort einen Ausländer fest. Vielleicht können sie aus seinem Wissen Kapital schlagen. Ich danke dir. So, gar keine Angst vor mir. Pass auf. Verdammt, ich muss auf die Uhr gucken. Es ist ein Blick wert. 55. Gut. Wo ist denn die Hahnenkampf-Arena? So. Auf jeden Fall habe ich gerade gemerkt, dachte ich mir, gucke ich mal bei jemand anderen, den ich sehr gut, naja, sehr gut kenne. Auf jeden Fall kenne ich ihn. Ich kann ihn auch gar nicht richtig leiden, weil das ist, naja, egal. Lassen wir das. Ich rede viel zu viel um den heißen Brei herum. Auf jeden Fall habe ich meinen Schallschutz abgenommen, der mich 91 Euro gekostet hat. Sehr viel Geld. Habe dann Audioaufnahmen testweise gemacht. Habe gemerkt, und dann habe ich gemerkt, ich brauche den gar nicht. Also irgendwas war, ich hatte vorher wirklich Schallprobleme ohne Ende und jetzt habe ich die nicht mehr. Ich frage mich, wie kommt das? Erst hatte ich sie, dann habe ich mir dieses Gerät, dieses Schallschutzgerät gekauft, dann hat alles funktioniert, nur die Position des Mikros war kacke. Dann habe ich jetzt was anderes probiert, das Mikro anders getan, jetzt ist es direkt vor meiner Fresse, so einen dicken Klumpen. Und jetzt habe ich das Problem nicht, obwohl ich hatte das vorher auch genauso. Ich verstehe es einfach nicht. Trotzdem werde ich jetzt gucken, wie die Audio ist. Bis gleich. So, ich wollte mal anmerken, dass sich die Audiospur jetzt noch besser anhört als mit Schallschutz. Also sowas verstehe ich wirklich gar nicht. Stirb! Da. Los, ich muss darüber. Ja, wo seid ihr denn, meine Freunde? Nehmen wir ein bisschen Munition mit. Sind bestimmt noch nicht alle tot. Du musst mir mal bitte eine Waffe geben. Oh, lass mich mal hier vorbei. Eingemauertes Gebäude da hinten. So. Geh weg. So, holen wir dich mal da raus. Wer ist denn da? Gut, aber bald sind noch mehr Wachen hier. Jetzt Ach, kein Problem. Bessere Chancen. Übrigens, ich bin Cavani Singh. Danke für Ihre Hilfe, ich schulde Ihnen was. Kommen Sie ins Mikes. Komme, was hat er da auf dem Kopf? Was ist das? Vorne so zusammengebundene Kacke. Oh, leck. So. Jo, jetzt habe ich einen geretteten Typen. Tierquälerei dulde ich nicht. Da töte ich die Tiere lieber. Ach, da hinten war doch ein Ding mit Maschinengewehr. Zuerst das mit. So. Oh, verdammt. Oh, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ah.
Müssen wir hier längs, oder? Ist das überhaupt richtig? Jo. Da gucke ich einmal auf den Plan und vergesse nebenbei auf die Straße zu gucken. Vorfahrt gewähren. Ich mache in letzter Zeit zu viele Fahrstunden. Obwohl ich immer noch dieselben Fehler mache. Vorfahrt beachten ist nicht mein Ding. Ich mag nur Vorfahrtstraßen. Und rechts vor links ist die dümmste Regelung, finde ich, die es gibt. Perfekt. Ja, bin auf dem richtigen Weg. Schnauze. Okay. Genau, her mit dem Zeug. Pass auf, wo du hinkrapscht. Jo. Stört ein bisschen, dass das Mikro direkt im Gesicht ist. König kam zu uns. Er hat mit allen geredet. APR und UFLL. Er hat immer beide Seiten gegeneinander ausgespielt. Deshalb hat er das Gold und wir haben diesen Krieg. Das ist falsch. Die APR kriegt das ganze Gold. Und wo bleiben wir, hä? Jetzt komme ich. Oh, ganz viel. Sie haben es der APR gezeigt. Natürlich. Und jetzt? Ah, perfekt. Warum nicht? Suchen Sie einen Job? Wir brauchen einen No-Name wie Sie. Ich bin kein No-Name. Wussten Sie, dass dieses beschissene Land einen König hatte? Ernsthaft, Mann. Der Typ hat damals eine Menge Kohle aus Europa bekommen und hat sich dann verpisst. Aber er ist zurück und hat sein Gold dabei. Ein Haufen Gold. Das Gold stammt aus unseren Minen. Es gehört uns. Ganz genau, Mann. Das Gold ist in einer Oase im Nordosten der Wüste. Millionen von Dollar. Es liegt unter einer Plane. Und es wird von diesen APR-Wichsern bewacht. Wir brauchen einen No-Name, der das Gold da draußen findet. Schicken Sie uns eine SMS mit der Position. Finger weg. Das Gold gehört Ihnen nicht. Man kann es eh nicht allein tragen. Okay. Wir halten Sie nicht auf. Ja, gib mir den Geld. Gib mir den Umschlag. Verstanden? Gehen Sie zur Oase, töten Sie die Wachen und schicken Sie uns mit dem Handy die Position. Ja, zur Oase gehen, Wachen töten, SMS mit der Position. Kein Problem. Ist das klar? Die UFLL wird ohne Zögern auf Sie schießen. Sie sind allein. Ich habe einen Freund, der hilft mir. Jo. Oder eine Freundin, eher mal gesagt. Sie ruft auch gleich an, hoffe ich. Ja, jetzt müsste sie anrufen. Dann jetzt. Geht doch. Hallo. Hi, Flora hier. Triff dich mit mir in Lakeside, wo die Berge beginnen. Flora? Warum hatte ich Glora in Erinnerung? Okay, wo sind die... Wo ist die verdammte Busscheiße? Direkt auf der anderen Seite. Okay. Und ab geht's. Bin voll falsch gefahren. Egal. Jo, jetzt links. Scharfe Kurve. Da ist er. Ja, speichern will.
Einen Schluck trinken vielleicht. Kann ich dann besser reden. Diese Zungenversprecher sind... Boah, schon wieder. Diese Zungenversprecher sind ehrlich für den Arsch. Wo muss ich lang? Ach da. Passt schon. Den Weg kann ich auch durch diese Kacke eben nehmen. Kommt doch her, wenn ihr kämpfen wollt. Verdammtes eBay. Nichts kann sich heutzutage verlassen. Das ist ein Arschloch. Ah ne, war schon richtig. Sind alle in Alarmmannschaft, okay. Was ist denn hier los? Die schöne Landschaft. Das ist Afrika. Wie es leibt und brennt. Ah, komm da hoch. Ach. Passt doch. Ach, nix, Game Over. Denn? Da ist er. Ja, wenn ihr doch alle so... Wirklich langsam eng. Fünf von 57 Wachposten ausgespäht. Muss ich den Weg jetzt laufen? Ja, hier ist kein Fahrzeug, verdammt. Eine Kugel habe ich noch. Oh, ein Tier. Es gibt ja so selten Tiere in diesem Spiel. Hast Glück gehabt. Ja, ich habe geschossen, es kommt Kampfmusik. So schön versteckt. Was geht hier nur vor sich? Hallo? Ah, hi. Gehört, Jele Kogosi ist zurück aus Europa mit seinem Sohn.
Wenn dir dieses Land auch nur das Geringste bedeutet, gehst du ins Fort der Legion und tötest den König. Bueno, nimm ihm seinen Siegelring ab und bring ihn hierher zurück. Ich warte hier mit dem Prinzen auf dich. Er muss den Ring bekommen. Es ist sein Geburtsrecht. Njele ist unwürdig. Er war seinem Land nie ein Vater. Er hat es vor langer Zeit im Stich gelassen. Edward verspricht wundervolle Dinge. Mit dem Ring kommt er an das Familienvermögen. Er wird diese lächerlichen Kämpfe beenden. Das glaube ich nicht. Ich stelle euch vor. Erst musst du den König finden, im Fort der Legion. Ja, im Fort der Legion. Da muss ich aber erstmal in dieses Fort. Fort. Oh. Der Jeep ist schön. Ah, Kacke. Schon ist der Wagen im Arsch. Vorsichtig, vorsichtig! Naja, das ist eher nicht vorsichtig, aber... Weg da! Dämliches Zebra, ey. Aber hey, ich habe es nicht umgefahren. Ich bin tierfreundlich. Hör mal, schießt du auf meinen Wagen, du blöder Pisser? Oh, so ein Wichser. Was meint ihr eigentlich, wer ihr seid? Oh, das verzieht stark nach oben. Raus damit, raus damit. Nein! Zieh's raus! Jetzt ist es in der Hand! Ah, nein! So, Leute, dieser gescheiterte Versuch ist mies. Wir sehen uns in den nächsten Parts. Ich hoffe, dieser hat euch gefallen. Er wird euch wahrscheinlich nicht gefallen haben. Haut rein!